So. Folikon entwickelt sich bei hohem Freundschaftswert. Kann ich eigentlich diesen Chillerpin auch irgendwie aktivieren? Okay. Scheinbar nicht. Hä? War da was? Eine Spinne. Ich habe sie nicht mal gesehen. Quiekel. Habe ich immer noch nicht einen Pokéball dran. Krass. Das ist ein kleines Quiekel. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Griffel war doch auch hier irgendwo. Oh, da war schon wieder was. Vertrutz. Ernsthaft? 4 Attacken für ein Sepurze. Ich werd nicht mehr. Unglaublich. Wen wollte ich? Griffel, Griffel. So, rein in den Ball. Rein in den Ball, Mann. Dann haben wir die nämlich jetzt auch hier nachgeholt, die zwei. Mann. Meine Güte. Komm
Komm schon. Yeah, endlich. Waren aber jetzt schon Pokémon, die wir gesehen haben. Also theoretisch müssten wir jetzt nicht mehr als 135 haben. Oh, das Ei. Endlich! Ich will wissen, was drin ist. Federn. Plinfer. Also doch ein Starter, den es hier gibt. Aber kein Pokédex-Eintrag. Das heißt, der zählt zu den anderen, die nebenbei gefangen werden können. Wir haben ja auch schon Glumanda gehabt und so weiter. Der war ja auch hier nirgends im Pokédex. Finde ich nicht gut. Sei denn, es wird später vielleicht, wenn die 200 voll sind, noch aktualisiert, dass man halt alle haben kann oder soll oder weiß nicht. Schlag ihn! Plinfer Level 13. Ich kann auch da fliegen. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Hinter mir gibt es aber noch zwei Pokémon. Hutut und Gotcha, oder wie der heißt. Die noch grau sind. Die brauche ich eigentlich noch. Aber ich habe auch jetzt, glaube ich, noch nicht einmal gesehen, dass es Nacht war. Wäre ja cool, wenn es Nacht wird und Hutut erscheint. Am Tag finde ich es dann schon wieder so ein bisschen so, ja. Kann man machen, muss man nicht. Wenn ich da nichts finde, gehe ich mal hier hin. Ach, hier waren die Sandans. Hier waren die Sandans. Ihr kleinen Süßen. Ja. Wieder in den Weberrack reingelaufen, das kann's doch nicht sein. Ist ja wohl nicht wahr. Zirpeise. Und Vulpix.
Oniyama. Ich versuche jetzt einfach mal die Wand hochzubrettern. Okay, es war sogar richtig. Ach nö, ich habe mich doch nicht geheilt. Ah, er heilt mich, okay. Das ist schon mal gut. Wie Senior. Hey, du hast doch den ersten Kampf gewonnen gegen mich. Nein, ernsthaft. Nein, er macht auch noch Ruckzuckhieb. Der kämpft mit einem Drecks. Wie Senior, ich wette nicht mehr. Hat er jetzt 4 oder 5 Pokémon? Leck mich am Arsch, ich werde verlieren. Bibi! Ja, Blinfer, du wirst keine Hilfe sein in dem Kampf hier. Janma. Bleibt sich egal. Warum darf er schon wieder anfangen, Mann? Ich wäre im Zug gewesen. Er darf wieder anfangen und... Letzte. Danach habe ich nur noch Müll. Das ist... Mann. Zweimal gegen den Typ verloren. Das kann's nicht sein. One hit. Das
willst du machen? Was willst du machen? Unfassbar eigentlich. Aha, also ich muss diesen Kampf eigentlich gewinnen, haben wir jetzt verkackt, okay. Ja. So, jetzt ein bisschen trainieren. Sich entwickelt. Yeah. Das sieht nice aus. Wie Schuh. Und gleich der nächste hinterher. Einen, den ich hier nutzen könnte. Der es richtig drauf hat zum Kämpfen. Sehe ich jetzt aber keinen. Nee. Mein Ziel ist jetzt Quapsel, Quapuzzi, direkt Quappo. Das wäre, glaube ich, so schnell auf jeden Fall. Wenn es schnell zwei Pokédex-Einträge. So habe ich es mir jetzt gerade gedacht. Oh. Nice. Aber ich mache ihn jetzt erstmal raus, weil ich brauche jetzt Pokémon, die zumindest ein bisschen kämpfen können. Mit Level 36. Das wird nichts. Mimi.
Wer ist das? Naskinett? Vulpix. Ja, als ob das so ein kleines süßes Vulpix Inferno kann. Da war gerade voll der Leck. Was haben wir denn da Schönes? Cool. Hat es überlebt, durch den zweiten Typ. Unfassbar. Was? Es hat es geblockt. Es hat es einfach geblockt. Unfassbar. Yeah. Auf zur nächsten Entwicklung. Also ein Relaxo könnte man immer mal gebrauchen im Raid. Oder in einem Kampf. Relaxo war tatsächlich ein Pokémon. Ich hatte es in Gen 1. Ich habe ja Rot, mit Rot angefangen. Dabei in meinem 6er-Team. Es war immer dabei. Relaxo ist cool. Jetzt wollen wir natürlich erstmal Mamfaxo besiegen. Hat ganz schön Damage gefressen. Für einen kleinen Knirschi. Gibt's was? Gibt's nix? Ladezeit?
Gibt nix. Leco mio. Mann. Auch dieses Schwarzbildschirm, das geht mir oft so auf die Nerven. Dann so lange. Unfassbar. Unfassbar. Okay, mein Faxo kriegt aber einen Pokédex-Eintrag, der war wichtig. Der war wichtig und richtig. Am besten springe ich jetzt da runter. Lucario. Nicht Lucario. Lucario ist entwickelt. Riolu. Pokéball ist zwar drauf, aber ich weiß nicht, ob es grau ist. Och nö. Blödes Vieh. Das finde ich jetzt gemein. Nee, den habe ich verloren. Aber ich habe ja wieder so ein Müllteam dabei. Ich habe ja wieder kein Team dabei, mit dem ich was anfangen kann. Richtig. Egal. Ursprünglicher Plan war ja schon, das mitzunehmen. Hammer. Meine Güte. Also langsam regt es mich aber auf. Und warum kann ich den Shiny Dingsel, Dungsel, Bangsel... Muss ich den ausrüsten eigentlich? Lichtschild. Läuft denn da drüben? Das ist doch das kleine Auto da. Das, was zum großen Auto wird, glaube ich. Oder, oder? Ja, nee, das ist wieder so ein Drecksvieh. Superzahn. Komm, One-Hit jetzt aber. Schauen.
Ist jetzt nicht wahr. Unfassbar. So, Quapsel will ich auf jeden Fall noch eigentlich entwickeln. Eigentlich. Uneigentlich habe ich mittlerweile die Schnauze voll. Ich will nicht mehr. Meine Güte. Das ist doch nicht... Es ist sehr effektiv und er geht nicht down. Wieder heilen. Es und Krebut hat irgendwie... Er tankt nicht, er hat kein Damage. Ich glaube, den mache ich jetzt auch raus. Das bringt doch nichts. Es bringt alles nichts. Funktioniert so nicht so, wie ich das möchte. Ich dachte ja eigentlich, am Anfang ist völlig scheißegal, was du für ein Team hast, aber dieses Team ist ja sowas von Müll, dass quasi jeder Kampf gefährlich ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es besser wird. Wie viele Pokémon habe ich jetzt schon getauscht und es ist immer noch so. So blau. Kleine Bummel da hinten rumfliegt. Ich find's cool. Ernsthaft.
Strepoli. Meine Fresse, hilft einfach mal weg. Und noch vergiftet. Und noch vergiftet. Es läuft in der Weberack. Ja. Ernsthaft. Das ist Müll. Da will wieder anfangen. Die hat's überlebt, willst mich verarschen. Nächste Down durch so ein kleines Rettern, das ist nicht zu fassen. Rettern kann nichts. Du Loser. Du Loser, Mann. Die Pokémon, die da angezeigt werden, habe ich alle. Mich erinnert ja diese eine Stelle, wo ich zwei Pokémon nicht gefunden habe und nicht weiß, wann kommt Hoothoot. Kommt es wirklich bei Nacht? Also ich habe noch keine Nacht gesehen, aber ich habe noch keine Hoothoot gesehen. Ich bin schon überlegen, es vielleicht so bei diesem Raid See dann zu holen. Frage wäre, in welchem Raid wird er dann drin sein? Und was ist da drin? Außer der Leck gerade. Quack so. Eine Fremde. Der darf nicht mehr down gehen, sonst wird er ja nie mich lieben. Er soll mich lieben. Wenn er mich liebt, wird er sich entwickeln. Er darf zwei Männer aneinander. Ich kotze gleich. Es reicht nicht. Volbeat. Den habe ich aber auch noch nicht, oder? Hm.
Mann! Das ist zu wenig, das ist zu wenig. Mann! Meine Güte, ey. Und es reicht nicht. Es ist nicht wahr. Kräfte reichen auch nicht. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich das alles schneide. Ohne Witz. Ich habe es mir in der zweiten Folge schon überlegt. So. Das wird der Horror. Vor allem habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht viel gemacht habe. Beide Entwicklungen. Einmal hatte ich jetzt eben Quaxel und jetzt... Ich habe vergessen, wer heißt das? Transfieder. Kapalores, Kapalores, Kapalores. Läuft denn da? Griffel, ja. Ich wollte gerade sagen, was ist dieses gelbe Pokémon? Das war ein Ultrigaria. Meine Güte, ey. Oh, da schwimmt ein Quapuzzi. Was weg. Hasse dieses Spiel mit diesen Plop-Events. Bin ich zu weit weg, ploppen die dann weg. Da ploppt ein Stein auf.
will das nicht, dass das aufploppt. Da drüben. Was? Wie schön. Ich darf nie anfangen. Ich darf einfach niemals anfangen. Niemals in diesem Spiel darf ich anfangen. Wow. Bleibt ja nur zu hoffen, dass ich bald die Entwicklung habe, dass ich den wegkriege, weil der hat ja gar keinen Schaden oder so. Was ist das Pokémon? Ganz da hinten den Berg hoch. Das ist hier Purze, oder? Was bewegt sich kaum? Es dreht sich nur irgendwie. Doch jetzt, als es beim... bei der Schatten angekommen, aber... ich glaube, der Schatten bewegt sich, deswegen ist er angekommen. Der hat ja zwei Pokémon, wie nervig ist das denn? Schlaraffel. Haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Das sieht auch nice aus. Leck mich. Meine Güte, ey. Es gibt es einfach nicht. Ich muss unbedingt ein oder zwei Pokémon schleunigst hier reinbekommen, die was drauf haben. Ernsthaft. Ja, genau, 5 Stück. Und ich mache jetzt 1 oder 2, ja? Drei, es reicht aber nicht. Oh, ich darf nochmal. Einer noch. Yeah. Ich brauche irgendein Pokémon, was drauf hat. Quaps entwickelt sich. Wasserstein haben wir ja, glaube ich, auch noch. Dann machen wir noch gleich Quappo. Ja,
Ja, eigentlich bräuchte man aber noch gleich einen zweiten. Der sich dann halt zu dem anderen entwickelt. Manu tut noch nichts gesehen.